Servus, hört ihr mich? Hallo von mir. Hi. Und meine Frage wäre, was dich so nach einem verlorenen Spiel wieder aufmuntern kann, weil es ja doch, glaube ich, schon eine ziemliche Enttäuschung ist. Und mich würde einfach fragen, wie du dich dann halt wieder motivieren kannst, so aufs nächste Spiel zu schauen. Ja, je nach Spielverlauf dauert es 1 bis 2 Tage. Von der Motivation her, klar, immer gewinnen wollen, definitiv. Und trotzdem sage ich mir dann oft, wenn ich frustriert bin nach einer Niederlage oder so, es ist dann trotzdem nur Fußball, also es gibt dann doch Schlimmeres auf der Welt. Aber ja, direkt nach dem Spiel ist es immer sehr enttäuschend. Meine nächste Frage wäre, was für dich selbst halt so dein größter Erfolg bis jetzt in deiner Karriere ist? Also ich bin schon sehr stolz drauf, dass ich so viele Spiele bisher gemacht habe und so ein Jahrzehnt auch geprägt habe. Das macht mich schon sehr stolz. Ja, und zum anderen natürlich, Champions League war immer ein Traum, ist es auch nach wie vor, und Nationalmannschaft. Die Fans ist natürlich eine Einschränkung, aber was ist so für dich jetzt so die größte Einschränkung allgemein, ob privat oder im Fußball? Ja, dann schon einfach dieses Soziale, also sich zu treffen, in Cafés gehen, Restaurants gehen, mal essen gehen oder so, das fehlt mir extrem, muss ich sagen. Ich denke mal, es gibt auch noch eine andere Zeit. Und die wird kommen, daran müssen wir uns festhalten, daran müssen wir uns hochziehen. Anders, glaube ich, wird es kaputt gehen. Eine Frage von mir, ich bin ja selber auch Torwart und hättest du da irgendwelche Tipps bzw. Tricks für junge Fußballer, welche auch davon träumen, eines Tages Fußballprofi wie du zu werden? Na ja, grundsätzlich sage ich immer, muss es dir Spaß machen, weil wenn es dir Spaß macht, dann ja, gehst du einfach viel auf den Sportplatz. Bei mir war es teilweise so, dass ich alleine auf den Sportplatz gegangen bin, weil meine Kumpels nicht konnten, und habe gegen eine Wand gespielt, um Pässe zu üben. Habe mir so ein eigenes Training so ein bisschen zu machen. Und sonst sage ich, wie sonst auch im Leben oder immer, wenn du erfolgreich sein willst, wie gesagt, muss es zum einen Spaß machen, zum anderen brauchst du eine große Disziplin, dass du einfach hart arbeiten kannst. Ja, an dir, an deinen Schwächen, um einfach besser zu werden. Das ja, sollte aber auf alles zutreffen. Versuch immer, alles mit 100% zu machen. Wenn es nur 80 sind oder 90, dann wird man nicht besser. Was verbindet dich so mit der TSG Hoffenheim? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, verbindet dich jetzt wirklich mit dem Verein? Ich sage immer, die Leute, die im Verein arbeiten, transportieren so ein bisschen das Bild. Hier arbeiten einfach erstmal qualitativ gute Leute und zum anderen Top-Typen. Und von denen der Charakter ist mega, und auch ich habe Dietmar Hopp ja auch kennengelernt, und es ist so ein netter Mann und tut so viel für die Gesellschaft, und das finde ich ja extrem bemerkenswert, und ich glaube, ja, gerade auch was er gemacht hat und mir den Verein, was für Eigenschaften er dem Verein mitgegeben hat, auch nicht nur an sich zu denken, sondern auch an die Region und so, und das finde ich richtig, richtig gut. Und damit kann man sich sehr gut identifizieren, und ja, das finde ich sehr gut. Also auch ausschlaggebend für meinen Wechsel damals waren, auch wenn es nicht einfach war, Freiburg-Hoffenheim. Und viele gesagt haben, ja, keine Tradition und was weiß ich. Ganz ehrlich, mir geht es darum, wer hier arbeitet, und dann geht es darum, was sind die Absichten, was ist die Perspektive und wie kann ich mich verbessern. Und vieles ist eingetreten, und da bin ich sehr froh drüber. Und ja, es war definitiv eine gute Entscheidung. Meine letzte Frage an dich wäre, ob du dich noch an dein erstes Bundesligaspiel erinnern kannst und was das für ein Moment für dich war. War mega. Also ich habe es am Tag davor erfahren. Es war das letzte Saisonspiel. Freiburg war, also wir waren schon sicher nicht abgestiegen. Und es war ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Das haben wir 3-1 gewonnen. Stimmt das?
Ja, richtig. Gute Unterlagen. Ich war mega aufgeregt, bin mega nervös ins Bett gegangen den Abend davor und habe natürlich nur dran gedacht. Aber das Spiel lief glücklicherweise sehr gut. Und dann relativ zeitnah sind nach und nach immer mehr Spiele dazugekommen. Ja, mega Erlebnis. Auch die Zuschauer mir ein mega Feedback auch gegeben. War super Stimmung. Klar, es war warm, die Sonne hat geschienen. Es war geil. Ich erinnere mich gerne dran, ja. Ja, vielen Dank euch. War sehr sympathisch. Bleibt gesund. Alles klar. Super. Dann macht's gut. Alles Gute. Ciao.